Ja, herzlich willkommen hier im Classic Altstadt Hotel in der Günter Grass Suite, wo wir wieder eine Folge von Theater im Zimmer drehen werden. Und jetzt haben wir schon das Jahr 2021. Wir wollen weiterhin natürlich hier zaubern und euch unterhalten. Wir wissen ja noch nicht, wann wir dann unsere Gäste hier einladen können, damit wir das hier alles live erleben. Und deshalb, was ist besser als ein kleines bisschen Magie? Zauber. Und deshalb habe ich heute als mein Gast Roland Henning, und zwar vom Zaubertheater Lübeck. Vielen Dank, dass du heute Zeit hattest, hierher zu kommen. Dankeschön. Ja, Mensch, Roland, Theater in der heutigen Zeit, das ist natürlich schon schwierig. Wir sind auf diese Hybridformate jetzt gegangen, um überhaupt noch ein bisschen dieses Künstlerische verbreiten zu können. Ja, und jetzt bin ich ja mal gespannt. Ich habe dir was mitgebracht. Willst du was sehen? Was hast du mir mitgebracht? Ja, Ja. gerne. Also fangen wir von ganz locker an. Fangen wir mit Geld. Geld ist gut, ne? Geld. Münzen. Eins, zwei, drei große Münzen. Ich gucke ganz genau hin, das finde ich schön. So, achte auf die oberste Münze, die ist gar nicht hier, die ist hier drüben. Ja, ich mache es nochmal, weil die erste erwischt dann immer eiskalt. Zwei Münzen hier. Bei der letzten gucken die Leute ganz genau, die letzte über lange Distanz. Also, das muss ich schon sagen, Roland, wenn du so mit Geld zaubern kannst, ne, dann kannst du gleich hier bleiben. Ja. Das Problem ist, es ist nur eine Illusion. Das ist das ganz Fiese. Wenn ich wirklich zaubern könnte, dann hätten wir andere Probleme. Gar keine anderen Probleme. So hätten wir es formuliert. Aber ich habe noch was für dich. Ist was mit dem Seil? Seil ist immer sehr schön. Wichtig, Seil hat immer zwei Enden. Ne? Zwei Enden ist normal. Und damit kann man eine coole optische Täuschung machen. Los geht's. Das ist einfach nur viel geübt, weil ich viel Zeit habe. Aber achte drauf, es geht besser. Achte auf das Ende. Das Ende verschwindet, landet hier drüben. Ich mach's nochmal. Jetzt könnte man meinen, die Enden sind jetzt da, wo die Mitte ist und die Mitte da, wo die Enden. Ja, das ist so. Wenn man möchte, kann man das natürlich austauschen. Das ist wirr, ich weiß. Aber Enden abnehmen, das kann jeder. Mitte abnehmen, das können nur Profis. Also, die können das. Also, Okay. ich auch, das sieht dann so aus. Aber das ist nicht ganz so wichtig. Wichtig ist, dass man es wieder ranmacht, weil sonst hätte man ein Seil ohne Mitte und das ist echt unmöglich. Machen wir weiter. Die Illusion des Zerschneidens. Ich lasse es jetzt so aussehen, als würde ich das Seil zerschneiden, mit Hilfe einer imaginären Schere. Sieht aus wie kaputt, ist aber nichts passiert. Fang. Das ist ja unglaublich. Ein einfaches Seil und trotzdem, ja, der Glaube, der versetzt Berge. Und ja, wenn das Leben doch so einfach wäre, oder? Wie kommt man eigentlich dazu, solche Tricks zu können? Das sind ja keine Tricks, das sind ja Illusionen. Man muss ja unwahrscheinlich fingerfertig sein. Und ich meine, ich kann ja so machen und dann mache ich so und da passiert nichts. Also unglaublich. Ja, Fingerfertigkeit ist das richtige Wort. Also man muss es üben, ne? Man muss auch ein Faible dafür haben. Man muss sich auch bereit sein, stundenlang hinzusetzen und das zu üben. Oder etwas total Dummes zu tun und es immer und immer wieder zu tun, bis es irgendwann gut aussieht. Ja? Und das ist nicht ganz so einfach. Man braucht dafür Durchhaltsvermögen, braucht dafür auch vielleicht Zeit. Na, ich mache das jetzt seit, Gott, zaubern tue ich seit meiner Schulzeit. Also, das ist schon eine Weile her. Und professionell zauber ich seit 2001. Damals noch diese kleinen Geschichten wie Geburtstage, Firmenfeierfeste, Hochzeiten und solche Geschichten. Und seit 2013 habe ich jetzt das Zaubertheater hier in Lübeck. Kleines Theater, Kleinkunstbühne, 40 Personen, drei verschiedene Shows, richtig mit Bühnentechnik, Licht und Ton und so, ganz theatrisch, ne? Und ich könnte mich jetzt natürlich hier Intendant nennen und so, klingt ganz toll, aber ich bin halt vom Herzen aus Zauberer und als solcher lanciere ich dann auch so in der Welt. Und was hat dich eigentlich zu unserer Zauberstadt Lübeck gebracht? Ganz einfach, ich komme aus Berlin und ich habe ursprünglich ein freiwilliges ökologisches Jahr gemacht. Das habe ich gemacht in Kiel, also erst Bad Oldesloe, dann Kiel und habe dann auch eine Weile lang in Kiel gewohnt. Und ich habe damals die Idee des Zaubertheaters gehabt und habe überlegt, wo mache ich das? Weil ich wusste eins, Kiel nicht. Kiel ist
nicht das, was ich als magisch empfinden würde. Und dann hatten wir geguckt nach verschiedenen Orten. Wir hatten Flensburg geguckt, wir hatten Rendsburg geguckt. Wir haben uns verschiedene Orte angeguckt, ich und meine damalige Partnerin. Und dann Lübeck. Lübeck war richtig, richtig hübsch. Da hatte so einen magischen Touch. Ne? Und dann habe ich gesagt, das ist es eigentlich. Und dann haben wir das gemacht. Damals auch in der Mengstraße, 2013 war das. Es war der April. Es war der 3. April 2013. Es waren zwei Leute in der Show. Ich weiß es noch. Und seitdem hat sich das Ganze doch vermehrt. Und dann sind wir vor 2,5 Jahren sind wir in die Bäckergrube umgezogen. Und dort ist es auch größer und schöner und besser. Und dann vor einem Jahr kam dann eine gewisse Problematik mit so einer Pandemie. Und naja, jetzt sind wir im Winterschlaf. Das heißt, wir gucken immer, was wir machen. Ich arbeite an neuen Programmen. Bis jetzt habe ich 3 verschiedene Programme, die ich jeweils 90 Minuten durchspiele. Jetzt arbeite ich an einem weiteren Programm. Das mache ich schon seit einigen Monaten. Und so verbringe ich halt meine Zeit, ne, und lerne neue Dinge und bilde mich. Und ist auch ganz gut so aus kreativer Sicht, dass man mal so ein bisschen nicht arbeiten darf. Ich denke mal so, jeder Zauberer hat doch einen Kartentrick. Hast du bestimmt auch? Ich habe einen Kartentrick für dich. Ich habe nicht nur einen, ich habe 2 Kartentricks. Aber wir machen daraus einen. Ich habe 2 Kartenspiele, du bekommst 1, ich bekomme 1 und du machst jetzt einfach alles exakt, was ich mache. Ja? Teil 1, nimm die Karten aus der Schachtel. Perfekt. Dann guckst du dir an, sind die Karten normal, ist da irgendwas präpariert, sind da Klebebänder oder Spiegel oder Drähte oder sowas eingebaut? Nein. So, erster Schritt, Karten mischen, das, damit ich die Reihenfolge nicht kenne, falls ich sie doch kenne oder so. Ne? Das machst du großartig. Die meisten mischen so auf dem Tisch, das finde ich ganz gut. Also, lass liegen. Zufrieden? Mhm. Okay, jetzt kommt der nächste Teil. Wenn du willst, kannst du auch nochmal abheben. Du legst Karte um Karte auf den Tisch, so wie ich das mache. Und wann immer du, kannst du auch ein Grüppchen machen oder Einzelkarte, und wann immer du keinen Bock mehr hast, hörst du einfach auf. So, freie Wahl? Ist in Ordnung? Okay. Ich nehme jetzt meine oberste Karte und lege sie bei dir oben aufs Spiel. Bei dir da oft in die Hand. Du nimmst die oberste Karte von dir und legst sie bei mir aufs Spiel. Perfekt. Gucken wir kurz. Hätte ich einen davor gestoppt, wäre es bei mir die Herz 6 gewesen. Bei dir wäre es die Kreuz 9. Du hast beim Karo Buben gehalten und ich beim Karo Buben. Unglaublich. Das hat nichts mit Karten zu tun. Ich habe hier nur so eine kleine Snacktüte von lustigen Sachen. Schon mal gesehen das Ganze. Das hier ist ein Zauberwürfel. Das Problem ist, der hat nichts mit Zaubern zu tun. Absolut nicht. Es ist ein Puzzle. Ne? Man kann die so verdrehen, also verschiedene Ebenen. Und ich würde dir den jetzt geben und würde dich jetzt bitten, den einfach mal zu verdrehen. Gerne. So oft du willst, aber bitte keine Gewalt, ganz locker. Genau. Genau, das geht, genau. Es gibt mehrere Trillionen Möglichkeiten, den zu verdrehen. Das heißt, jedes Mal, wenn man der gedreht ist, ist er in einer Konfiguration, in der der höchstwahrscheinlich noch niemals vorher war. Und auch niemals wieder sein wird. Bist du zufrieden damit? Ja, ich will das ja natürlich wirklich hier so schön drehen, dass ihr auch da zu Hause seht. Das ist wirklich Ich finde es übrigens sehr schön, wie du den gnadenlos verdrehst, als ob du keine Ahnung hättest, wie schwer es ist, diese Aufkleber neu wieder rauszukleben. Ja, ich habe auch noch nie so ein Ding so richtig in der Hand. Was ist deine Bestzeit, das zu lösen? Ich habe noch nie das Ding gemacht. Das ist keine gute Bestzeit. Ich bin ein ungeduldiger Mensch. Sowas würde mich wahnsinnig machen, wenn ich da jetzt hier auch noch da Ordnung reinbringen muss. So. Zufrieden? Okay, guck dir das an. Weltrekord, das Ding zu lösen, liegt übrigens bei 4,3 Sekunden. So gut bin ich nicht. Mein Rekord liegt bei 9 Sekunden. Nee, Minuten. Okay. Wenn ich hingucke. Ich habe festgestellt, wenn ich nicht hingucke, kann ich das Ding schneller lösen. Dann kann ich das in 10 Sekunden lösen. Mhm. Ja. Setzt aber voraus, dass du auch nicht hinguckst. Fertig. Das wollen wir jetzt aber sehen. Ja, das sieht ja noch nicht so gut aus, ne? Das sieht jetzt so aus, als hätte ich es versaut, richtig? Ja. Du glaubst doch nicht wirklich, dass ich es versaut habe. Doch. Ich habe gesagt, wenn der Trick schief geht, habe ich dir über das Geschenk was gesagt, dann ist da ein Ersatz. Nimm das mal. Mach das auf.
Da ist schon wieder so ein Ding drin. Nimm ihn mal raus und gib ihn mir. Und das halte ich jetzt mal in die Kamera, das glaubt keiner. Seite 1 identisch, Seite 2 identisch, Seite 3 identisch, Seite 4 identisch, Seite 5 identisch, Seite 6 identisch, Seite 5 identisch und Seite 6 identisch. Das muss man auch schon mal können, ne? Ja, das ist, natürlich Weltrekord. Du hättest sie gerne schon gesehen, dass ich das Ding wirklich löse, ne? Das ist so eine Sache. Es gibt Möglichkeiten, das zu lösen. Und wenn ich Zauberer bin, ich kann ein Zauberer, müsste ich das hinkriegen. Und zwar schneller als in 4,3 Sekunden. Alle Seiten sind so, wie ich es bekommen habe. Das ist aber wirklich Magie. Ich weiß ja nicht, wie es geht. Das ist der Hammer. Ja, Roland, wenn ich mir bedenke, dass wir jetzt demnächst wieder auch Gäste haben dürfen, dann haben die natürlich schon eine Menge, was sie bei euch erleben können. Auch dieses schöne Theater, was ihr habt, da in der Bäckergrube. Und wie lange dauert normalerweise so deine Vorstellung? Also die normale Show dauert, ich habe mehrere Shows, die normale Show dauert 90 Minuten. Das sind zweimal 45 Minuten. Ich sage immer, das ist so wie eine Doppelstunde Mathe früher. Und mit einer 20 Minuten Pause dazwischen. Also es reicht für zwei Capri-Sonne-Päckchen. Nein, aber wie dem auch sei, 90 Minuten dauert die Show und es ist ein bisschen mehr drin. Es ist auch mit Licht und Ton und Story. Theater halt, ne? Theater halt, ne? Das ist so das Ding. Und ich arbeite immer wieder an neuen Sachen und ich finde es auch schön, an neuen Sachen zu arbeiten. Und ich mag auch diese Interaktion mit den Leuten. Das ist immer das Problem beim Zaubern. Zaubern ist eine interaktive Kunst. Man kann es passiv schlecht sehen. Es gibt Kunstformen, die kann man passiv genießen. Da gibt Musik, da kann man Musik hören. Ne? Man kann auch aktiv Musik mitmachen. Ne? Das sind Konzerte. Und Zaubern ist quasi ein Dauerkonzert. Ne? Und das fehlt mir jetzt ein bisschen, dass ich das nicht machen kann. Aber sobald wir wieder können, wir haben da ein Projekt, sozusagen, an dem wir jetzt arbeiten. Das nennt sich Von der Straße ins Theater. Das ist im Rahmen der Kulturfunkengeschichte hier von der Posel-Stiftung mit unterstützt. Das ist quasi eine Art Führung durch unser Zaubertheater, begleitet mit Geschichten und natürlich auch Zauberkunststücken von mir. Und das machen wir für kleinere Grüppchen, damit Abstand selbstverständlich so ähnlich wie hier, nur halt in noch besser. Ja. Zauberkunst an sich ist ja voller Geschichten. Zauberer sind ja immer so relativ interessante Leute, die irgendwas machen. Zum Beispiel, kennst du die Geschichte von, wie es zu den Häschen aus dem Zylinder kam? Nein. Die ist wirklich so passiert. Ich lüge jetzt nicht und das klingt jetzt total seltsam. Es beginnt im Jahre 1721, in Old Damming. Das liegt südöstlich von London, 60 Kilometer östlich von London. Dort gibt es eine Dame, die hieß Mary Toft. Das war ein Dienstmagd. Und ihr ging es nicht so gut. Sie war ein bisschen schwanger, war schon kurz davor. Und im Oktober war es dann soweit, aber die Wehen setzten ein, aber statt dass ein Mensch herausfiel, fiel ein Kaninchen heraus. So hat der Arzt das damals gesehen. Und das ein paar Stunden später hatte sie erneut ein paar Wehen und ist wieder ein Kaninchen herausgefallen und dann wieder eins und das Ganze ging 17 Tage lang. Innerhalb dieser 17 Tage gebar sie 17 Kaninchen und wie es dann hieß, als Ende, als krönendes Dings, ein Ferkel. So, das war die Geschichte. Diese Frau Mary Toft, das Ganze war im Oktober. Im Dezember kam dann heraus, dass sie gemogelt hatte. Ne? Und viele Ärzte der damaligen Zeit haben sich da ein bisschen, beschäftigt? Ja, also peinlich gemacht, weil sie das nicht als Wunde erkannt haben, also als Betrug erkannt haben, sondern das für realistisch hielten. Und die Frau verschwand dann in der Versenkung. Aber die Geschichte von dieser Frau, die Kaninchen gebiert, die wurde dann immer mehr und mehr, weitete sich aus und war dann in allen Zeitungen drin. Und 115 Jahre später war sie dann in Aberdeen in Schottland angekommen. Und da kommt ein Mann ins Spiel, mein großes Vorbild, John Henry Anderson. John Henry Anderson war ein Zauberkünstler, hatte auch ein eigenes kleines Zaubertheater. Und der dachte sich, das wäre ein total aktueller Trick, wenn er seinen Zylinderhut leer zeigen würde. Beziehungsweise er hatte, glaube ich, einen aus dem Publikum geliehen, hat den leer gezeigt, hat eine magische Bewegung gemacht, reingegriffen und zog ein... Das machst du jetzt nicht, ne? Kaninchen heraus. Und das war natürlich der absolute Renner für die Leute damals. Die haben gesagt, wow. Und es gibt genau drei Gründe, warum man dieses Kunststück nicht zeigt.
Also Nummer eins, heutige Kaninchen sind alle so groß, die passen hier gar nicht rein. Du müsstest richtig quetschen und da kommt unten Blut aus dem Hut. Und das ist echt nicht gut für den Hut. Nein, der zweite Grund ist natürlich Tierschutz, ne? Tierschutz. Und die dritte und der wichtige Grund ist, ich bin Vegetarier. Dann gibt es Geschichten von Houdini, zum Beispiel Harry Houdini ist ja ein bekannter Zauberkünstler gewesen, vergangenes Jahrhundert, Anfang vergangenes Jahrhundert. Der ist dafür bekannt, für Entfesselung bekannt geworden, aber das ist ja gar nicht mal das Steckenpferd gewesen, weil der ist irgendwann mal zu dem Punkt gekommen, wo er alt wurde und das nicht mehr zeigen konnte. Und dann hat er sich darauf besonnen, Seancen und diese ganzen Mentalisten sozusagen, die damals so grassierten, die mit den Toten beschwören und so, die so ein bisschen zu offenbaren. Und davon habe ich eine ganze Geschichte, die auch davon erzählt. Ne? Und diese Scharlatane, die ja vorgeben, dass sie irgendwas können, ne, was gar nicht geht, die gibt es immer noch. Da gibt es zum Beispiel einen Klassiker, den habe ich hier auch bei. Ich will hier keinen Namen nennen, aber ich habe hier mal so Dinger, so Gabeln. Was die machen, die nehmen so eine Gabel, die ist ja solide. Ne? Die benutzen nur ihre geistigen Kräfte und machen dann sowas. Und dann scheint sich das Ding so ein bisschen zu verbiegen. Nicht viel. Also ich halte mal die andere so als Kontrollgabel ran. Dann siehst du, da ist schon ein ordentlicher Winkel abgegangen. Ne? Ich mache das mal nochmal hier, damit man genau sieht. Hast du jetzt fast... jetzt aber nicht von uns aus der Küche geholt, bitte. Nein, ey. Aber wenn man mit dir was macht, das hier, guck dir das an, guck dir das an. Die Zinke, ja, die verbiegt sich wieder nochmal. Und jetzt sage ich dir eine Möglichkeit, die Dinger zu verbiegen. Eine Möglichkeit, die Dinger zu verbiegen, ist mit Gewalt. Ja, das geht. Aber ich versuche es ohne Gewalt. Wir probieren es ein bisschen anders. Ich mache mal gerade, halbwegs gerade, wie es geht. Und vielleicht streckst du deine Hand einmal aus. Und ich schließe die Hand einmal um die Gabel. Genau, halt die Hand so. Und dreh das mal so leicht. Dann spürst du, es wird warm in deiner Hand, richtig? Sehr gruselig warm. Und wenn du jetzt ganz langsam ein bisschen die Gabel rausziehst, nur Stück für Stück für Stück, siehst du, da in der Mitte, genau da. Hat sich das gedreht. Einmal verdreht. Unglaublich. Das sieht eigentlich so fast so aus wie so ein Kunststück, ne? Von Günter Grass jetzt. Ja. Aus einer Gabel wird ein Kunststück. Mir ist jetzt ein wirtschaftlicher Schaden entstanden, aber du hast jetzt ein schönes Souvenir. Das stimmt. Das finde ich toll. Ja, du sagtest eben auch so dieses Mentale, was du sagtest, da gab es auch was mit Büchern, wenn ich das... Ja, klar, da gibt es, warte mal, kannst, siehst du das Buch, was da ist? Kannst du mir das mal... Das Kunststück, ja, ich lasse das hier. Das ist, glaube ich, ein Büchlein. Die Sache ist die, es gibt, jeder hat Gedanken, viele Gedanken und eigene Gedanken sind sehr leicht zu lesen, weil man die ja selber denkt. Ich habe fremde Gedanken. In dem Fall ist es jetzt, glaube ich, nicht Günter Grass, das ist jetzt Sherlock Holmes quasi. Übrigens, Sherlock Holmes, der Autor, Sir Arthur Conan Doyle, war ein großer Freund von Harry Houdini, bis sie sich zerkracht haben wegen so einer Seance-Geschichte. Aber nimmst du das mal? Ich möchte, dass du das jetzt einmal durchliest. Du hast jetzt 15 Minuten Zeit, danach gibt es einen Test. Also ich muss sagen, wir haben zwar Lesen mit Abstand gemacht, aber jetzt so schnell hier ein Buch zu lesen. Nein, aber schlag irgendwo auf, ist überall Text? Ja, ne? Mhm. So, such dir mal irgendein Substantiv raus, ein Hauptwort, irgendwas, was man anfassen kann, aber nicht sagen, nur denken. Mhm. Hast du schon? Mhm. Sehr gut, leg das Buch zur Seite. Das ist jetzt ein fremder Gedanke, eine Sache, an die du nicht gedacht hast, richtig? Du denkst jetzt, du versuchst jetzt gerade nicht dran zu denken. Ich versuche dir mal das Wort vorzustellen. Ist ein längeres Wort, richtig? Es besteht inhaltlich aus zwei Teilen. Oh, es läuft gut. Wir bauen da gerade eine gute mentale Verbindung auf. Denk mal an den ersten Buchstaben. Vergiss den. Denk mal an den zweiten Buchstaben. Oh, ganz klar ein E. Ja, ist ein E? Okay, denk mal an den dritten Buchstaben. Da baut sich was auf, das finde ich gut. Dritter Buchstabe ist ein S, richtig? Nee, da kommt aber ganz klar ein S. S ist richtig, aber S ist drin. S ist im Wort, aber es ist nicht der dritte Buchstabe. Da baut sich jetzt was gerade. Was ist denn der dritte Buchstabe? Das ist ein W. W, das ist nicht mal Ansatz ein S. Ah, aber denk mal an den ersten Buchstaben nochmal. Da war ich mir nicht ganz sicher. Ich hatte erst eine 8 gesehen, aber ist es ein B? Der erste Buchstabe ist ein B. Ist dein Wort Beweismaterial? Nicht ganz, aber schon sehr nah. Sehr nah dran? Komm, sag's mir. Das ist mit dem Beweis und M stimmt. Beweismittel? Ja. Beweismittel. Oh.
Aber das ist unglaublich. Also wenn man bedenkt, wie viele Seiten so ein Buch hat. Natürlich, ja, sag mal, wie viele Wörter da drin sind, das ist ja absolut. Wie viele Wörter da drin sind. Und ich habe auch versucht, ganz klar gegen diesen Gedankenstrom zu denken. Gerade Beweismittel natürlich bei mir und mit den Krimis, die wir hatten, da ist natürlich das Wort mir sofort aufgefallen. Super, ganz, ganz klasse. Also, ja. Ist mir auch eine Freude hier sein, es ist schön hier. Ja, also ich freue mich wirklich darauf, wenn wir dann bald unsere Gäste wieder bei uns im Classic Altstadt Hotel begrüßen dürfen. Und wir sind ja nun wirklich Nachbarn. Und das Zaubertheater, weiß ich, das ist einfach auch da zu sein, diesen Raum zu genießen, auch diese Magie, die in deine Räumlichkeiten sind. Also ich freue mich, ich spüre ja jetzt schon, dass die Grass-Suite sich jetzt ja schon nochmal verwandelt hat und jetzt mit Sherlock Holmes, Beweismittel, hier so Krimis gelesen worden und jetzt haben wir hier Theater. Theater im Zimmer. Und ich freue mich wirklich, dass wir bald wieder zu dir persönlich kommen können. Ich freue mich darauf über deine ganzen Geschichten und ich weiß, dass man jedes Mal was Neues bei dir lernen kann und erfahren kann über Lübeck. Und ich würde sagen, toi, hoi, toi für die Zukunft. Herzlichen Dank, dass ihr wieder zugeschaut habt. Danke dir. Musik.